Hallihallöchen, ihr seht, ich habe hier wieder ein Paket und zwar habe ich gewonnen. Und was hier drin ist, das ist auch wieder der Oberhammermäßig. Mal wieder habe ich gesagt, weil ich in der Vergangenheit schon viele, viele geniale Sachen gewonnen habe. Und aber das hier ist wieder, boah, krass. Gewonnen habe ich bei der lieben ncs.crafting, bei YouTube zu finden, aber auch bei Instagram. Und schaut da wirklich gerne mal vorbei. Ich verlinke es euch auch. Ihren Vornamen möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Aber ihren Kanal, wie gesagt, ncs.crafting, wie gesagt, verlinke ich euch auch. Und ja, ich dachte, ich werde nicht mehr, als ich das gewonnen habe. Und ich weiß auch schon, was ich damit mache. Und wir schauen es uns mal an. Kann nur sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich es mache, weil ich es gerne über mehrere Jahre anfertigen würde und auch noch mehrere Locations gerne dafür aufsuchen würde. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was es ist. So, mega geil. Also hammermäßig. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das Video machen darf. Das darf ich. Also das ist schon mit ihrem Einverständnis. Und genau. Boah, so geil eingepackt. Richtig schön stabil. Sehr, sehr geil. Ich mag das, wenn das hier so tausendmal eingerollt ist. Oh, das ist so schwer. Das ist so genial. Boah, ist das wuchtig. Oh mein Gott. Wisst ihr, im Video sah das schon hammer geil aus. In echt, ihr könnt das euch nicht vorstellen. Und wie sich das anfühlt. Eieieiei. Also, ich habe doch tatsächlich, krass, Alter, ich habe tatsächlich dieses Album gewonnen. Boah, dieses Steampunk Mystik-Album, sag ich immer noch gern. Geil, alter Falter. Ja, und ich und mein Mann, wir haben ja schon schwarz geheiratet vor 2 Jahren und waren ja auch in dem Giga-Museum. Ich habe da auch schon mal selbst ein Album drüber gemacht. Aber ich habe, oder wir haben vor, generell öfter auch Burgen oder Mittelaltermärkte oder so zu besuchen. Und wann immer so ein mystisches Bild von uns entsteht, möchte ich das hier reinmachen. Ob ich es reinklebe, muss ich sagen, weiß ich nicht. Reinlegen oder reinstecken ist eher wahrscheinlich, weil dieses Album, das ist ja schon, an und für sich ist das ja schon ein richtiges Album. Ich hätte fast an und für sich gesagt, habe ich jetzt neulich so einen dummen Witz gelesen. Ja, hammermäßig. Ey, hier noch das Papier. Ich glaube, es ist Stamperia oder wie das heißt. Stamperia. Glaube ich, ist das. Und dann sind hier noch so dicke Cardboard, hier Pappaufkleber drauf, ebenso wie hier die Flügel. Oh Mann, und ich habe meinem Mann noch nicht gesagt, dass ich das hier gewonnen habe. Das werde ich nämlich, ich werde da heute, ich habe noch 2, 3 ausgedruckte Bilder von der Hochzeit. Wir haben ja auch in Schwarz geheiratet. Von der Hochzeit habe ich noch 2, 3 lose Bilder und auch von dem Giga-Museum noch 2, 3 lose Bilder. Die werde ich ihm da reinlegen und werde es ihm heute dann eröffnen, dass ich das hier gewonnen habe. Und es ist so geil, es ist so geil. Junge. Oh Mann, wisst ihr, ich kann keine Alben basteln. Und ich würde es auch überhaupt nicht übers Herz bekommen, ein solches Papier zu zerschneiden. Krank, oder? Ach, geil, Alter. Escape the Ordinary. Boah, krass, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, es ist wirklich, boah, und hier Magnet sogar. Oder? Es hatte hier so eine Anziehungskraft. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, weil das so extrem gut und dick gearbeitet ist. Ich glaube, deswegen. Hier ist eine Tasche. Boah, geil, Alter, ey. Hammermäßig. Ja, eigentlich wollte er zur Hochzeit auch noch einen Zylinder und einen Gehstock.
Aber es wäre dann zu übertrieben gewesen. Wir hatten aber bei EMP damals so ein Gehrock gekauft, so ein, ja, auch mit hinten so ein Schwalbenschwanz für Männer und so. Der ist auch von der Gossig-Marke gewesen. Und ich, wie gesagt, hatte ein ganz normales schwarzes Kleid. Und so war das damals. Boah, und hier ist sogar noch eine Tasche. Sehr geil. Ja, hier werde ich auf jeden Fall Bilder draufkleben, aber hier auf diese ganzen Muster, nee, ohne Scheiß, da würdet ihr doch auch nichts draufkleben, oder? Oh, ich bin so hippelig. Ich bin so am Zittern. Und dann stehen hier im Hintergrund noch die dummen Siegelwachsstempel. Ich räume die mal gerade ein bisschen zur Seite. Sonst fallen die eh um. Boah, Siegelwachs, da passt auch gut hin und wieder ein Siegelwachs bei. Ja, wie gesagt, hier in die Tasche stecke ich auf jeden Fall was rein, ja. Aber sonst wird hier, da wird auch was, denke ich mal, aber auch nur mit so Kleber, mit dem man wieder ablösen kann. Also nicht mit was Permanenten. Aber auf die Taschen, da kommt auf jeden Fall was. Boah, geil, Alter. Hier auch wieder so ein dickes Shipboard und eine Karte. Freedom. Vielleicht passt da auch die ein oder andere Tarotkarte von mir bei. Boah, ist das hammermäßig, wie lustig. Da ist das Unterteil. Hier sitzt quasi jemand. Hier sind noch. Das sind, boah, das ist. Boah, ist das Hammer. Ah, follow your inner compass. Geil, ne? Und wenn man hier jetzt die. Das sind zwei Taschen. Und guckt mal, das ist doch so ausgefuchst. Also ich gucke mir sehr, 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 sehr viele YouTube-Videos an, ne? Und so viel, wie ich schon geguckt hätte, es wäre schön, dass so viel, wie ich geguckt hätte, es auch beherrschen müsste. Aber es geht nicht. Und wenn ich sowas basteln würde, würden mir solche Ideen auf keinen Fall einfallen. Auf keinen Fall. Das ist ja sowas von creepy teilweise, von gruselig, auch was ihr für Ideen habt. Das ist krank. Boah, das ist ein Magnet. Ah, das ist auch hier noch eine Tasche. Das ist hier. Boah, krass, Alter. Krass, Mann. Oh mein Gott, kann ich da echt nur sagen. Hier haben wir auch wieder eine. Da klebe ich auch mal wieder Fotos rein. Aber hier überall werden nur reingelegt. Boah, ey, krass, da weiß man gar nicht, wo man mitmachen, wo man anfangen soll. Und ich finde die, ach, auch Magnet geil. Ich finde auch dieses ungefähr A5 so geil, so geil. Hier, die Lasche, die hat von hinten ganz viele Uhren. Boah, ey, dass du dieses Papier zerschneiden kannst. Boah, krass, hier ist noch ein Piratenfräulein, also ein angehauchtes Piratenfräulein. Oh mein Gott. Ah, das ist so wie so ein kleiner Wasserfall aufgebaut. Ah, und das ist dann die Tasche. Krank. Es ist krank. Und das hier sind, ist das ein Bellyband? Warte. Da müssen wir erstmal das rausziehen. Und dann. Ah, und dann haben wir hier eine Tür. Boah, krass, oder? Boah. Ah, und hier sind noch in die Ecken, kann man auch noch was reinmachen. Hammermäßig. Sehr geil, sehr geil, sehr, sehr geil. Und ja, ich benutze das Wort mit dem G, weil hier gibt es keine anderen Wörter für. Das geht nicht. Och, geil. Es ist so hammer, mega. Oh, und das ist ein Magnet. Ja, lustig. Also ich kannte das Video zwar, wo sie dieses Album auch gezeigt hat, ne? Aber es ist ja echt nochmals, es ist so anders, wenn man das dann so live vor sich hat und sie selbst anpacken kann und selbst gucken kann und machen und tun und tätere. Es ist hammermäßig geil. Boah, und es ist so schön stabil. Und hier auch wieder mit diesen mehrgeteilten. Und ich finde das so geil. Hier ist er in klein und da ist er dann in groß. Oh, hammermäßig, hammermäßig. Oh mein Gott.
Und hier ist sogar einen ganzen Ohren. Wow. Nochmal richtig hier zum Aufklappen. Mit Dickfett, Karton. Allein was das Material für dieses Ding hier kostet, ey. Boah, krass, Alter, ey, krass. Hier ist noch eine. Ich muss gerade mal gucken, wo ich das jetzt wieder alles reinmache. Ich glaube. Aber es ist ja im Prinzip auch egal, wo letztendlich was reinkommt. Hauptsache, es kommt überall was rein, ne? Sehr geil. Hier ist nochmal das so ein wunderschönes Haus. Das sieht aus wie in mehreren Altstädten. Zum Beispiel, boah. Ich war schon in mehr, also ich warte. In Tschechien gibt es hier so bunte Häuser, in Holland gibt es so bunte Häuser. Überall mal wieder, immer mal wieder gibt es hier so bunte Häuser. Und das finde ich sehr geil. Oh, das ist hier auch nochmal so komplett mit, boah, krass, ey. Mit hier, mit Magnet. Boah, geile Scheiße. Und nochmal zum Aufklappen. Boah, krass, Alter. Oh mein Gott, ey. Das darf nicht wahr sein. Krass, ey. Ich freue mich so mächtig. Und hier haben wir nochmal was. Überall ist da was. Überall. Und das hier ist auch nochmal so ein seitliches Wasserfall. Ja, hier werde ich auch auf jeden Fall was draufkleben. Hammermäßig. Krass, Mensch. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es ist der pure Wahnsinn. Es ist so toll. Ach, geil. Und ich werde es auf jeden Fall auch benutzen. Und irgendwann, also es wird schon mehrere Jahre dauern, bis ich das gefüllt habe. Also meine Lieblingszahl ist immer 7. Und ich denke mal, dass ich für die ersten 7 Jahre hier die Bilder reinmache. Und 7 ist halt auch eine sehr mystische Zahl für mich. Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und 7 ist einfach genial. Und ja, da kommen die ersten 7 Ehejahre rein. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ja, dann weiß ich, dass wir nächstes Wochenende oder irgendwann auf jeden Fall mal zu einer Burg müssen und da mal ein paar Bilder machen müssen. Definitiv. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Verlinke ich euch. Und ja, geil. Geil. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es wird bei mir in Ehren gehalten. Es wird auch nicht hier im Bastelzimmer kommen. Es wird unten ins Wohnzimmer kommen. Vor dem Fernsehen, da haben wir so eine kleine, ja, Deko-Ecke, Bücherecke, Fotoalbum-Ecke. Da wird das auf jeden Fall hinkommen. Also vielen, vielen lieben Dank. Es ist grandios. Grandios. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und falls ich euch neidisch gemacht habe, dann zu Recht. Also, nee, echt jetzt. Aber das ist so genial, da kann man schon neidisch drauf sein. Ne? Muss man ja ehrlich mal zugeben. Hammer, mega geil. Aber es war jetzt nicht meine Absicht, euch neidisch zu machen. Aber es ist ein Gegenstand, wo man schon denkt, boah, will haben. Ne? Ganz klar. Also, ich freue mich tierisch. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Und wir sehen uns aber auf jeden Fall bald wieder, ne? Bis dahin. Und ach, sorry übrigens, dass meine Nägel heute so aussahen. Ich habe da jetzt am Anfang des Videos gar nichts zu gesagt. Ja, tut mir auf jeden Fall leid. Ich bin aber auch nur ein Mensch und ist in Ordnung so, ne? Okidoki. Dann macht es gut. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.